die Kabinen, die hier am Schildturm eingesetzt werden, also alle 6 Stück Kabinen, die nachher den Berg erschliessen, sind bei der Carvatec in Salzburg erstellt worden und sind in einem ganz speziellen Design über mehrere Jahre entwickelt worden, dass sie den Vorstellungen vom Kunden entsprechend und natürlich entsprechend dem Angebot, das der Berg bietet, gerecht werden. Die Sektion 1 ist die steilste Pendelbahn der Welt. Ja. Also das ist die Form schon besonders, weil sie fast so breit ist wie lange. Also eine irrsinnig steile Wand, die da zu überwinden ist. Ja. Das spezielle Design wurde extra für dieses Projekt entwickelt und es gibt auch eigentlich dieses Design nur einmal jetzt dann auf der Welt, und zwar am Schildhorn. Ist für uns eine Riesenfreude. Die Steilheit von dieser Bahn, die eben die steilste wird sein von der Welt, hat natürlich auch spezielle Montagevorgänge zur Folge. Wir haben zum Beispiel die Laufwerke und das Gehänge nicht im Tal können anhängen. Wir mussten das ins Berg führen, weil hier die Seillinie etwas flacher ist und nicht gerade ein 100 Tonnen Pneukran erforderlich gewesen wäre wie die Talstation, was dann sehr schnell vor der Station sehr hoch wird. Wir haben hier das Laufwerk aufgesetzt, weil im Tal unten ist es viel zu hoch und vor allem auch zu steil. Deswegen haben wir uns hier das Laufwerk und das Gehänge montieren und dann nachträglich runterfahren ins Tal und unten können wir eine Kabine gerade aufziehen. Wir haben heute einen wichtigen Meilenstein erreicht. Wir haben auch das zweite Fahrzeug jetzt an die Seile hängen, termingerecht auf den Tag. Jetzt geht es weiter mit den entsprechenden Inbetriebssetzungen, sodass wir die Anlage termingerecht am 14. Dezember dem öffentlichen Betrieb und dem Kunden übergeben können.